Hallo und herzlich willkommen zu Teil 33 von Let's Play Rome Total War Barbarian Invasion. Die imperiale Kampagne mit den Sachsen. Im letzten Teil haben wir die Romano-Briten angegriffen und dieser Anfangskommentar jetzt, den habe ich nachträglich reingeschnitten, denn ich musste das Video in zwei Teile schneiden. Diese Schlacht ist sehr, sehr lang geworden, hat über eine Stunde gedauert. Und es ist also folgendermaßen, wenn ihr jetzt zum ersten Mal ein Video von mir seht oder wenn ihr jetzt zum ersten Mal ein Video überhaupt aus dieser Kampagne seht, dann schaut euch doch bitte zuerst Teil 32 an, falls ihr euch nur für diese Schlacht interessiert. Den Link dazu, den findet ihr hier in der Videobeschreibung, oder schaut euch doch mal den Teil 1 in der Playlist an. Den Link dazu findet ihr hier auch und ja, es geht also spannend weiter. Wir haben noch nicht gewonnen, definitiv nicht. Wir stehen zwar momentan, was die Verluste angeht, besser da als unsere Gegner, aber er hat eindeutig die stärkeren Einheiten. Hoffen wir mal, dass alles gut geht und ja, dann geht's jetzt weiter und ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zugucken. Wer schießt da und von wo? Schießen die, während die marschieren oder so? Haben die da irgendwie vollautomatische Maschinengewehre oder was geht ab? Außerdem stehe ich hier im Wald. Warum verliere ich so viele? Ich sehe die auch gar nicht. Es müssen die gewesen sein. Geschossen, marschiert. Ah ne, das sind die Sarmaten gewesen eigentlich. Er greift aber nicht an. Wir könnten es überleben. Wir sind jetzt sogar leicht überlegen. Ja, wir sind leicht überlegen. Bringt uns das was? Ich glaube ja fast nein. Sollen wir ansonsten hier warten? Gucken erstmal, was er macht. Ich meine, es ist jetzt hier, haben wir noch den, im Wald haben wir auch noch den Kampfbonus. Nein, so wollte ich das nicht machen. Ich wollte es so haben. Gucken wir mal. Wer hat die größere Reichweite? Ich meine, meine Jäger müssten eigentlich die größere Reichweite haben. Um die sarmatischen Bogenschützen kümmere ich mich dann nachher. Komm, schießt sie ab. Vorhin haben wir die doch mit einer Kavallerieeinheit in Schach gehalten. Das probieren wir nochmal. Vielleicht hauen sie wieder ab. Jo, er verschwindet. Okay. Dann ziehen wir uns mal hierhin zurück. So. Dann schießt er jetzt mal gerade bitte auf die Sarmaten. Wow. Der will jetzt in den Nahkampf gehen mit seiner Fernkampfkavallerie. Tatsache. Okay. Mein Herr, Einheiten. Ja. Ja. Einheiten. Greift ihr die mal an? Angriff! Einheiten, Attacke! Mein Herr, Einheiten. Das ist doch eine Fernkampfkavallerie. Ja, das ist eine Fernkampfkavallerie. Speere, ja, genau, Speere. Ihr werft mal eure Speere. Sehr schön. Ihr macht mal einen Schlachtruf. So, und ihr schießt jetzt bitte nicht mehr auf die Sarmaten, sondern ihr schießt mal auf die Sarmaten, die da gerade auch ankommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Der will's mir aber echt, der will mich aber echt komplett zerficken, habe ich den Eindruck, oder? Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kavallerie! Hier rüber geht's. Übereilung! Kriegsherr! Vorwärts los, mein Herr! Ja! Komm, hier geht auch noch dahin. Greif an! Ja. Speere! Greift schnell an! Speere! Greift schnell an! Ja. 87 nur noch. Er hat schon ganz schön was weggeholzt mit seinem ersten Angriff. Mach mal bitte das automatische Feuer aus. Ja, ich bin also gespannt, ob die das überleben hier, die Adligen. So, da sind wir wieder. Wir wollten, glaube ich, wieder zurück in Formation, wenn ich mich da recht erinnere. Wir haben bisher tapfer überlebt. Ich denke mal, die Bogenschützen machen jetzt mal eine separate Gruppe. Einfach, dass ich die da schneller im Zugriff habe. Könnt ihr den Sarmaten noch schön in den Popo schießen. Und er hat jetzt hier meine rechte Flanke doch ganz schön geschwächt, muss ich sagen. Ich denke mal, wir stellen uns jetzt noch mal so auf. Ich werde aber gleich einen Teil der Infanterie abziehen. Wir müssen erstmal schauen. Was tut sich denn jetzt hier noch? Die stehen eigentlich auch angriffsbereit da. Ich bin froh, dass er es noch nicht gewagt hat. Und ich wollte eigentlich da hoch auf den Hügel. Der hätte mich doch ruhig mal da in Ruhe lassen können, oder? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Dann vertreibt ihr mal die Sarmaten jetzt bitte vom Schlachtfeld. Und wenn die flüchten, ist ja ganz in Ordnung. Hört ihr mal auf zu schießen, bitte. Da gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, was der da gerade veranstaltet. Ich würde gerne nämlich jetzt wieder... Na komm, ne, wir versuchen es weiter nach dem Schema. Wir laufen jetzt wieder hier hoch. Nehmen die Bogenschützen mit. Einheiten marschiert! Ihr kommt trotzdem mal da raus. Ihr vertreibt nämlich jetzt die Sarmaten. Ja. Das muss doch hinhauen, oder? Oh, Leute. Einheiten vorstoßen! Vorstoßen klingt überhaupt nicht gut. Vorstoßen höre ich überhaupt nicht gerne. Jetzt dann nochmal seine Bukellarienbewegung. Ah, gut, ich glaube, wir haben die einen Sarmaten haben wir auch vertrieben. Schön. Könnt ihr jetzt ja mal hier hochgehen. Und die Bogenschützen stellen wir mal dahinter. Jesus Christus. Und die 12 Apostel. Einheiten vorstoßen! Wir haben bisher recht geringe Verluste. Wir haben ein paar bei unserem sächsischen Kiel. Aber insgesamt doch noch relativ wenig. Mein Herr. Oh.
Warum sind die so spät dran? So, die 8 Bukelari, die schaffen wir aber, oder? Der hat den sächsischen Kiel gestürmt. Vorwärts! Das sind ja nur 8 Stück, die müssen wir doch eigentlich packen, oder? Wir müssen jetzt irgendwie schießen. Marschieren! Marschieren! Wo sind meine Kavallerie? Warum kommt denn die nicht bei? Mann. Mein Herr. Und die kleben da auch irgendwie am Baum fest. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja. Denn ich kann mir denken, was er vorhat. Sobald er nämlich mit seinen Legionären unsere Einheiten in einen Nahkampf verwickelt hat, wird er die nächste Welle Kavallerie hinterher schicken. Und das hier ist natürlich ein gefundenes Fressen, denn die kleben da regelrecht am Baum fest und bewegen sich eigentlich keinen Meter. Bewegung, Bewegung! Das können wir natürlich nicht riskieren. Okay. Ja, da bewegt sich auch schon wieder einiges. Zieht es jetzt allerdings nach Süden. Ich würde dann sagen, greift mal hier seine Bukelari an, verwickelt die mal in Nahkampf. Die hauen ab, das ist schön. Und ihr beschießt mal bitte seine Legionäre. Die Adelskavallerie ziehen wir mal gerade hier hoch. So, jetzt mal gucken, was machen die Sarmaten? Die wollen irgendwas schmeißen. Vermutlich auf den sächsischen Kiel, der dann die Flucht ergreifen wird. Ja. Denke ich. Vorwärts los! Mein Herr. Ja, dann lauft immer ganz schnell da weg, bitte. So, und ihr lasst die Bukelari jetzt mal Bukelari sein. Darum kümmern sich nämlich jetzt die Bogenschützen. Okay, seine Legionäre und die Bukelari ziehen sich jetzt aus dem Wald zurück. Das ist überhaupt die Frage, ob das so clever von uns jetzt wäre, den Wald zu verlassen. Wir stellen uns mal hier auf die Lichtung. Da sieht ganz gut aus. So, ich hoffe, ihr habt noch mal geschossen, oder? '40 und '40 sind es nur noch. Okay, dann hat er hatte also fast nur noch Kavallerie. Ich denke, auf lange Sicht gewinnen wir das. Vielleicht nicht mehr unbedingt in dieser Schlacht jetzt. Aber auf lange Sicht müssten wir das gewinnen. Und ich lasse jetzt mal... Lasse ich die Truppen rennen? Ich glaube, ich lasse sie mal rennen. Das ist ja nicht so super doll. Weil die dann jetzt nachher alle erschöpft sind, aber dann müssen die sich halt nochmal ausruhen. Ich spiele ja sowieso auf Zeit. 25 Minuten haben wir noch. Das werden wir, also ich glaube, in der Zeit kriegen wir sie nicht mehr aufgerieben. Und wenn wir sie aufreiben wollen, müssen wir es halt auf jeden Fall so anstellen, dass er bergauf kämpft und am besten noch, während wir im Wald uns irgendwie, während wir uns im Wald verstecken. So, geben wir mal ein bisschen Gas gerade.
Einheiten. Vorstoßen. Nix vorstoßen. Warten noch ein bisschen, bis sie etwas ausgeruht sind. Und dann machen wir gleich nochmal eine neue Formation. Aber ich will die jetzt nicht mehr... Ich will die jetzt mal gerade nicht bewegen. Völlig erschöpft, ausgeruht, erschöpft. Ja, ist also müde, ist also sehr durchwachsen gerade. Man sieht, unsere Einheiten haben alle unterschiedlich viel gekämpft. Die Bogenschützen beispielsweise sind noch sehr ausgeruht. Ja, die erholen sich auch nicht so schnell. Okay. Allerdings muss man sagen, bei den Zwangsschwerträgern ist es jetzt vielleicht auch nicht so wichtig. Es gibt aber noch eine Sache, die ich mich kümmern wollte. So, und zwar du stellst dich mal hier hin. Du stellst dich mal hier hin. So. Also für alle, die sich fragen, wie man sich das anzeigen lassen kann, Space-Taste gedrückt halten und wenn ihr nach irgendeinem Kommando sucht, F1 drücken, dann findet ihr das hier. Da steht alles drin. Okay, wir sind noch nicht ganz durch. Es geht weiter mit der Neuformierung der Bogenschützen, die wir jetzt mal hier aus der Gruppe kurz rauslösen. Obwohl, ich hätte sie doch gerne so hinter den Axtkämpfern stehen. Es tut sich da draußen nicht so viel. Wir schauen mal kurz. Wo sind denn, er ist auf beiden Seiten noch gleich stark von der Kavallerie her aufgestellt. Okay, wir nehmen also nochmal... schon. Vorwärts. Genau. Ihr solltet nicht in den Bogenschützen drin stehen. Bei denen wir leider ein paar Verluste hatten, muss ich sagen. So. Jetzt ist die Frage, laufen wir nochmal vor, riskieren also nochmal einen Angriff? Oder laufen wir jetzt auf den Hügel? Kämpfen bergauf? Versuchen noch ein paar Einheiten unter Beschuss zu nehmen. Ich würde hier eher sagen, er hat die bessere Kavallerie und da wären wir im Wald, glaube ich, cleverer dran. Und wir versuchen das mal. Ist jetzt natürlich riskant, aber wir haben auch noch ein paar Pfeile übrig. Momentan verhält er sich ja sehr zurückhaltend. Ich muss warten, die sind zu kaputt einfach. Gucken wir mal gerade. Stürmisch, unglücklich wegen Ermüdung. Ah ja, das ist es halt, ne? Und hier, die sind wahrscheinlich alle ausgeruht. Minuten, das müsste eigentlich noch lang, oder? Wenn die Einheiten nur müde wären, wird's mir ja schon langen. Erschöpft ist halt scheiße. Außer Atem, völlig erschöpft. Müde, so langsam. Kommt, Leute, im Wald. Das ist auch hier euer Metier. Da muss es euch ja eigentlich gut gehen. Könnt ihr euch ein kleines Lagerfeuerchen anmachen? Nein, sowas macht man im Wald nicht. Ich gebe nochmal Gas. Es sind jetzt 2 Minuten rum. Leute, baut mal ein bisschen Erschöpfung ab.
Da, hier, die Axtkämpfe, die sind schon wieder ausgeruht. Selbst die sind jetzt nur noch müde und erwärmt. Ist das, weil die im Schildwall drin sind? Einheiten, Standardformation. Befehle erfüllt. Bereit. Erwarte Befehle. Befehle erfüllt. Einheiten, schon an der Mauer. Standardformation. Befehle erfüllt. Ich verstehe es nicht. Bereit. Befehle erfüllt. Völlig erschöpft jetzt. Wenn die, Ich habe jetzt keine Zeit mehr zu warten. Werden die noch erschöpfter, wenn die sich einfach nur im Wald verstecken oder was? Befehle erfüllt! Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst bestimmt. Könnt mir weiterhelfen. Also, woran liegt's? Was mache ich falsch? Behalten wir sie mal im Auge. So, dann hoffen wir mal, dass wir die Bukelei noch aufreiben können. Okay, da kommt noch eine Einheit Sarmaten an. Müssen wir jetzt mal natürlich nochmal ausknobeln, wie wir das am besten machen. Ja. Sieht momentan aus, als würde er, ja, ich denke, er versucht es nochmal hier auf den sächsischen, nicht auf den sächsischen Kiel, auf die Zwangsspeerträger. Also werden wir ihm jetzt hier den sächsischen Kiel entgegenwerfen. Mein Herr, ja. Du läufst mich mal hier hin. Mein Herr, vorwärts los! Ja. Bewegung, Bewegung! Haben wir noch den Kriegsherrn? Kriegsherr! Läuft an! Axtkämpfer-Elite! Wahrscheinlich war das jetzt keine gute Idee, aber ich denke mal, da können wir noch mal ein paar Speere drauf werfen. So, und dann geht ihr mal in den Schlachtruf, bitte. Aha. Ja, schau mal einer an. Feigling. Ich will aber nicht aus dem Wald raus. Mein Herr. Einheiten, formieren. Nee, das war nicht beabsichtigt. Ihr geht wieder zurück in Position. Okay. Schieß ihr den nochmal in den Rücken, bitte. Oh, stopp. Wo steht ihr da jetzt? Die stehen irgendwie ziemlich weit vorne. Die holen wir mal aus der Gruppe raus. Schicken wir mal da hinten hin. Okay, dann denke ich, die Sarmaten blöffen wieder. Gucken wir mal, dass wir die Burschen hier aufreiben können. Kräfte an. Na komm, die müssen wir aber einholen. Wir haben doch hier die bessere Ausdauer. Jawoll. So geht's.
Wie viel sind's noch? 29 Stück, das sind viel zu viele. Kavallerie. So, jetzt müssen wir gucken, dass die nicht zu weit vorlaufen. Einheiten! Ah, okay, gut, dann. Egal, wo ihr steht, da könnt ihr nicht hinterher. Bewegung, Bewegung! So, ist jetzt die Frage. Kommen noch die zwei Wellen, die er da gerade plant, oder kommen sie nicht? Gruppe auflösen! Einheiten nach vorn! Mein Herr, Einheiten! Wir tun man einfach so, als würden sie kommen. Ja, ihr geht bitte in den Bewachen-Modus. Ich habe mal gehört, das bringt was. Speere! Speere! Bereich bewachen! Ja, Bereich bewachen. Einheiten, mein Herr! So, Angriff auf die Burschen nochmal. Attacke! Ah ja, okay, da schaut's euch an. Ja! Sieht so aus, als würde er... Beeilung, mein Herr. Schnell, ja. Bewegung, sieht so aus, Bewegung. Als würde er da seinen Angriffsschwerpunkt jetzt verlagern wollen. Wir müssen jetzt dummerweise abwarten. Ja, die sind halt viel zu schnell, diese Einheiten hier. Ja. Aber wir werden die Sarmaten jetzt von der Seite angreifen. Speere. Okay. Sie sind schon wieder in der Rückwärtsbewegung. Jetzt wieder in der Vorwärtsbewegung. Wie viel sind es noch? 37. Sollten sie eigentlich nicht überleben dürfen. Okay. Einheiten. Bitte darüber. Wir müssen das anders machen. Ja. Denn wenn ich die so en bloc bewege, dann laufen die alle total verkrupselt irgendwie da rum. Ja. Hoppala, so. Mein Herr. Ja, genau. Ich mach jetzt mal den Schlachtruf an. Dann geht ihr auf die. Ja. Greift schnell an. Und dann schießt ihr bitte auf die. Oh, Kacke. Hoho. Ja. Aha. Oh, ja, jetzt, jetzt will er's wissen. Wo bin ich? Mein Herr. Speere! Ja, jetzt will er's wissen. Jetzt kommt er aber echt mit allem, was er gerade hat. Mein Herr. Greift an! Schwerträgerbande! Greift an! Mein Herr. Ja, so. Dann. Oder hier unseren General. Den stellen wir mal hier hin. Adelskavallerie. Rennt! Ja. Mein Herr. Bereich, ja. Bereich bewachen. So. Mein Herr. Tötet ja, nur damit ihr mal in die richtige Schlachter Richtung sie. Steht. Mein Herr. Schlachtet sie. So, dann könnt ihr mal noch wieder drauf hämmern. Axtkämpfer Elite. Schwerträgerbande. So. Von dem Rest müssen wir uns leider überraschen lassen. Ja. Einheiten! Einheiten! Ja. Attacke!
So. Schnell an. Okay. Die Sarmaten ergreifen die Flucht dort. Da müssen wir jetzt hier angreifen. Barbarischer Kriegsherr. Wo sind die Axtkämpfer? Axtkämpfer Elite. Ich greife jetzt mal ganz schnell hier den Typen an. Attacke! Vorwärts, los, mein Herr. Wo ist unser General? Kriegsherr. Da. Dann greift man hier diese Marken an. Das läuft jetzt dann doch besser, als ich gedacht habe. Noch, ich sage noch, ich will nicht den Tag vor dem Abend loben. Okay, dann bitte noch gegen den General ins Feld ziehen. Dann schmeißen wir jetzt auch noch die Bogenschützen drauf. Und dann könnt ihr mal euch hier um den kümmern. So, dann geht ihr jetzt bitte auch noch, zieht ihr gegen den General dort zu Felde. Wir sind es denn noch? 27 Einheiten, das heißt die Hälfte der Generalseinheiten haben wir also schon aufgerieben. Greift schnell an, Schwerträgerbande. Also die Bogenschützen jetzt in den Nahkampf wechseln. Greift schnell an! Gut. Das ist ein Zeichen. Der römische. Gut, der römische General ist tot. Alles klar, damit haben wir, ich glaube, das war auch der Seitenerbe, wenn ich mich nicht irre. Dann müssten wir, oh, wer flieht denn hier? Sächsischer Kiel gegen die Sarmaten. Dann müssen wir die Seite auf jeden Fall vernichtet haben, wenn ich mich nicht irre. So, dann haben wir hier 4 Einheiten. Und dann schicken wir die noch gegen die restlichen Sarmaten, Bukelari oder wer auch immer das ist. Ja, 42 Stück. Ja, kommt, Leute, wie wär's mit allen Einheiten da drauf? Oh, nee, Moment mal, da erholt sich ja noch wer. Ja, dann müssen wir uns um den natürlich noch kümmern. Ja. Römische Heerführer wurde getötet. Ja, die restlichen Einheiten schicken wir mal auf die Sarmaten. Ja, die hauen ab, krass. Ja, blas mal in deine Wundertüte. Also ich sag nur so viel. Wenn wir es noch gewinnen, dann ist es ja echt in letzter Sekunde. Axtkämpfer. Nee, Moment mal hier. Du gehst mal hier hin. Attacke! Und die Axtkämpfer hier. Waren denn die, wo ist denn die andere Sarmatentruppe? Da. Greif die bitte auch noch an. Okay, der General darf dann die Bukelari aufreiben. Der sächsische Kiel darf sich noch hier um wieder kümmern. So. Wow. Okay. Da flüchtet auch noch so ein bisschen was. Mein Herr, greift schnell an. Gut. Okay. Und jetzt, alles, was wir haben, bitte. Außer die. Und jetzt geben wir mal Gas und gucken, ob wir es noch schaffen. Oh!
Die feindliche Armee flieht. Jagt sie. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Mit einer Minute 25. Boah. Boah. Sollen wir es fortsetzen? Nein, wir setzen es nicht fort. Eure Krieger haben getötet, bis sie nicht mehr konnten. Ein vernichtender Sieg. Das muss man, also das ist echt ein heroischer Sieg. Wahnsinn. 522 Mann hat er aufgerieben. Aber von seinen 1300 Mann überleben mal gerade 163. Und ja, sein Seitenanführer ist ja gestorben. Das heißt, es dürfte, müsste jetzt eine Rebellenarmee sein, wenn ich mich nicht irre. Was? Wir kriegen nur eine Erfahrung mit den Jägern. Das ist ja echt ein Witz. Das ist ja echt ein Witz. Da wären aber ein paar Erfahrungen mehr drin gewesen, meine ich. Okay. Wo haben wir denn Verluste geheilt? Bei den Jägern, beim sächsischen Kiel. Und wo sind denn hier die berittene Adlige? Oh, 15 Verluste geheilt, das ist super, dann überleben die ja. Das ist ja krass. Das ist sehr schön, obwohl sie geflüchtet sind. Okay. 146 Einheiten haben die Gralsritter getötet und 175 der Kriegsherr. Ja. Wir waren hoffnungslos unterlegen. Also ich glaube, wir waren, wir hatten maximal eine 1-3 Chance oder so. Wir werden herrschen! Krass. Krass, krass, krass. Seite vernichtet. Ja, da ist es. Romanobriten. Sie kamen, sahen und gingen unter. Okay. Weiteres Merkmal. Der Harry Wolfus kriegt noch einen Kommandopunkt. Wunderbar. Ja. Ich würde sagen, wir nennen ihn Harry Wolfus Britannicus, weil er hier Britannien nicht nur verteidigt, sondern uns auch noch erobern wird. Krass. Jetzt hat er schon immerhin mal 2 Kommandosterne. Okay. Dann können wir uns jetzt Gedanken machen, wo wir unsere Truppen fortbilden. Ah, sehr schön. Wir haben noch wahnsinnig viele Bewegungspunkte. Aber Leute, nach so einem glorreichen Sieg werde ich jetzt mal hier den Teil beenden. Und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Wenn wir den, wenn wir erstmal unsere Siedlungen hier managen etc. und alles drum und dran nochmal durchknobeln und die restlichen Einheiten, Bewegungen fortbilden und so weiter und so fort. Ich bedanke mich und freue mich, dass ihr bei diesem grandiosen Sieg dabei wart. Und ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.